Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Kuh, Schaf, Huhn. Kuh, Schaf, Huhn, das ist meine neue Serie auf YouTube und in dieser Serie soll sich alles um die alten gefährdeten Haustierrassen drehen. Der Name verrät es schon, es wird eine gewisse Vielfalt an Themen geben, von Huftieren wie Schweinen, Schafen, Ziegen und Pferden bis hin zu Geflügelarten und vielleicht auch Sondertieren wie Bienen, Alpakas, Lamas, sowas. Halte ich es für möglich, dass ich im Laufe der Jahre euch die verschiedensten Tierarten präsentieren werde. Heute möchte ich mit einer meiner absoluten Lieblingsrassen starten, einer Rinderrasse, nämlich dem Tiroler Grauvieh. Und dabei unterstützt mich der Diego. Diego, du bist Grauvieh-Jungzüchter. Ja. Mit Herz und Seele. Wo sind wir denn hier ungefähr? Ja, wir sind jetzt auf dem Gebiet für der Zechentalbe. Die gehört meine Familie und aber das Grauvieh findet man da halt noch nicht. Müssen wir herraufen, da müssen wir noch Rohre weg herraufen. Ja, dann schauen wir mal, ob wir es finden, die Krähe. Ja. Oder? Packen wir es. Hier im Tiroler Navistal kann sich das Grauvieh in einem weitläufigen Gebiet herumtreiben. Ohne Diegos Expertenblick hätte ich wohl kaum eine Chance, die Herde zu finden. Diego, wie tust jetzt du da bei dem Gröllfeld, wenn du da Grauvieh entdecken willst? Die sind ja mega gut getarnt, oder? Ja, hast du einen Gucker dabei? Ich verlasse mich hauptsächlich auf den Gucker und dass sie einen Schwanz wedeln sich. Ja, weil wenn sie ruhig da liegen, die Glocken haben wir jetzt auch nicht alle gleich, gell? Nein, da. Viele hundert Meter weiter oben am Berg scheinen sich dann die ersten grauen Felsbrocken zu bewegen. Und tatsächlich, wir haben die ersten Tiroler Grauvieh-Kühe entdecken können. Ja, Diego, da haben wir es jetzt gefunden, die Grauviecher, oder? Ja, auf 2160 Meter Wahnsinn. Haben wir es gefunden. Die sind da herum ja eigentlich fast schon tarnt, also die gleiche Farbe eigentlich von den Felsen, kann man sagen, oder? Ja. Schön. Wir suchen jetzt eigentlich zuerst einmal deine Lieblingskuh, oder? Die Clara. Die Clara suchen wir jetzt, ja. Bin ich gespannt. Schauen wir, was du umgehst. Da ist sie. Ah, da ist sie. Okay. Ja, Diego, dann haben wir es gefunden, die Clara, oder? Ja. Das ist dein Liebling von eurer Grauviehherde. Was ist denn das Besondere an der Clara? Magst du uns das mal erzählen? Ja, also bei der sieht man jetzt schon die Horn, die gehen schön in Augen. So eher kurz und Bogen, ja. Ja. Mhm. Und da sieht man auch, also da wird es jetzt weiß her, also ja. Die Spitzen müssen ja schwarz sein. Ja. Und dann wird es weiß. Und einfach die Gesichtsform, das ist schön kurz. Da. Ja. Und da, wenn sie steht, die Oberlinie, die ist einfach schön groß. Wie alt ist denn die Clara jetzt? Die ist jetzt, die wird in Oktober genau 2 Jahre. Ah, die sieht man, weil sie 2 Händel hat, gell? Genau, nein, ja. Scherz natürlich. Das heißt, sie wird auch bald ihr erstes Kalb bekommen, vermute ich, ja. Oder? Ja. Mhm. Wie nennt man denn eigentlich dieses spezielle Maul, das mir beim Grauvieh so gefällt, schwarz und mit diesem weißen Saum? Gibt es da eine Fachbezeichnung? Ja, also das ist jetzt so ein typisches Rehmaul. Mhm. Das ist halt eben mit dem weißen Saum und dem schwarzen Maul. Hat jetzt zum Beispiel auch das Braunvieh oder das Murnauer Werdenfels sind ganz bekannt auch, glaube ich. Gell? Ja. Genau. Wenn man das Glück hat, Grauvieh auf einer Alm quasi in seinem natürlichen Lebensraum beobachten zu können, dann hat man wirklich das Gefühl, dass man es hier mit einer sehr urigen Rinderrasse zu tun hat. Tatsächlich lassen sich die Wurzeln des Grauviehs bis in die Römerzeit zurückverfolgen. Gemeinsam mit dem Braunvieh soll es vom historischen Dorfrind abstammen, einem sehr ursprünglichen Schlag des Hausrindes. Die jahrhundertelange Haltung in hochgelegenen Bergregionen hat das Grauvieh zu einem relativ kleinen, dafür jedoch extrem robusten und trittsicheren Rinderschlag werden lassen. Gemeinsam mit anderen Tiroler Rassen wie dem Tiroler Bergschaf und dem Tiroler Haflinger gehört das Grauvieh zu einem Wandererlebnis in den Tiroler Bergen meiner Meinung nach unbedingt dazu. Du Diego, die Clara, die ist eine ganz besondere. Die hat auch schon einen Preis gewonnen, oder? Ja,
Der hat in Reserve sie gemacht bei der Vital Classic. Ah, das heißt, das ist eine richtig gute Zuchtkuh auch. Ja, top Genetik. Also ich nehme mal an, du freust dich schon sehr auf ihr erstes Kalb, oder? Ja. Du, wie viele Kälber kann denn so eine Graufi-Kuh eigentlich in ihrem Leben kriegen? Ja, so 8 Kälber. Mhm. Und die guten kriegen auch von 10 bis 14. Wow, 14! Also wenn ich daran denke, dass eine moderne Milchkuh teilweise nach 2-3 Kälbern heute schon ausgelaugt ist, dann finde ich diese lange Nutzungsdauer beim Graufi schon sehr viel nachhaltiger, muss ich sagen. Klasse. Diego, die Clara, die schlägt dich ab. Man merkt einfach, diese Kuh, die kennt dich. Wie lange kennst denn du eigentlich die Clara schon? Ja, seit sie die Mutter ausgepresst hat. Also seit ihrem ersten Lebenstag eigentlich, genau, seit sie ein Kalb war. Mhm. Und wie war sie so als Kalb? Ja, die waren schon zutraulich. Mhm. Da haben die Zugen schlafen können. Echt? Du hast mal im Stall geschlafen bei ihr? Ja, geschlafen nicht, aber eingeschlafen zu ihr Zugen. Ah. Und die ist halt einfach ein Kuschelkuh, nicht? Ein Kuschelkuh. So, dann gehen wir jetzt einmal den Rest suchen für die Herde. Ja. Dann müssen wir noch drum weiter nach Haus gehen. Das Kühesuchen auf der Alm ist ein richtiges Abenteuer. Hinter jedem größeren Felsbrocken könnte eine Kuh liegen oder weiden. Und so ist das Ganze schon echt eine spannende Sache. Also die Clara, das war ja 2-Jährige. Und da sehe ich mir jetzt halt schon an, was gerade einen Höhepunkt ihres Lebens hat. So. Mhm. Mit dem dritten Kalb ungefähr. Ja. Ja. Die ist jetzt 5 Jahre alt, oder? Ungefähr, ja. Die hat sicher auch einen schönen Namen. Ja, das ist das Almräsel. Das Almräsel, ja, hitzig. Und die, was da dahinter so ein bisschen ausschaut, im Hintergrund? Ist die Felicitas. Die Felicitas, okay. Na schön. Und das Almräsel ist auch ganz nett, oder? Ja, die ist gleich zutraulich, als wie die Kleine. Die Früstenfülling auch. Ja, mir kommt gerade viel, die Früste jetzt gleich auf. Die schluckert mir am liebsten die ganze. Also, da haben wir jetzt einmal die Franzi, die Helle. Die Franzi, ja. Dahinter haben wir die Flocke, was gerade so nicht wieder kommt. Oh, schön. Die Franzi ist ja ganz eine Helle. Ja. Fast schon. Ein Wipptaler, aber nicht ganz. Der geht ins Wipptaler. Diego, die Franzi ist auch schon ein paar Jahre alt, oder? Weil die hat schon ziemlich lange Hörner. Ja. Die gehört schon zu den Elternschlag. Die hat schon mehrere Kälbler gehabt. Mhm. Aber die ist der Banante für 2-Jährige. Und wunderschön. Also da sieht man auch wieder gut, wie trittsicher die sind. Die kann kraxeln, als wäre ganz. Ja, wirklich. Die eine hinten steht auch gerade wieder da zwischen die Felsen. Da oben auch überall graufe Kühe. Da also wieder ganz helle, die Mani. Herr Schern. Ja. Dass in Graufi-Herden auch mal ganz helle Tiere dabei sind, ist nicht unbedingt ein Zufall, sondern kann unter Umständen sogar auf historische Schläge hinweisen. Also die durchschnittliche Graufi-Kuh ist heute in etwa so gefärbt wie die Clara. Ja. Gibt es noch andere Farben bei dieser Rasse? Ja, also es gibt die ganz die hellen. Ja. Das ist so ein alter Schlag. Also früher hat man gesagt, eine Wipptaler Kuh. Ja. Und nachher gibt es noch ganz dunkle, so fast schwarz, gell? Ja. Ja, und zum Glück habe ich ja vom Graufi jede Menge Archivmaterial, da ich diese Rasse schon seit vielen Jahren filme, wann immer sie mir in den Bergen begegnet. Diese Kuh war die bisher dunkelste Graufi-Kuh, die ich je gesehen habe. Und ja, von der Ferne betrachtet meint man einfach, man hätte es hier mit einem einfarbig schwarzen Rind zu tun, aber sie hat auch helle Abzeichen und ist somit doch ganz eindeutig dem Graufi zuzuordnen. Fast ebenso selten wie die ganz schwarzen Graufi-Kühe sind auch solche, die nahezu weiß erscheinen, bis auf dunkle Stellen am Maul, an der Schwanzquaste, an den Klauen und rund um die Augen. Dabei waren weiße Graufi-Kühe sogar als eigener Schlag im Wipptal besonders häufig vertreten und man nannte sie damals auch Wipptaler Vieh oder Wipptaler Rinder.
Offiziell gibt es für solche Graufi-Rinder kein Erhaltungszuchtprojekt, obwohl mir immer wieder Tiere begegnet sind, die dem alten Wipptaler Schlag noch weitestgehend entsprechen. Diego, das Graufieh gilt ja als spätreif. In welchem Alter werden die denn zum ersten Mal trächtig oder sollten sie zum allerersten Mal trächtig werden? Ja, es ist besser, wenn man ein wenig wartet. So. Mhm. Mit 2 Jahren da müssen sie belegen. Ja. Und ja. Wo sie eigentlich in der modernen Landwirtschaft oft schon ein halbes Jahr trächtig sind, dann ja, im Alter von 2 Jahren. Das heißt, es bekommt den Tieren einfach besser und sie wachsen auch besser aus, wenn sie nicht zu früh trächtig werden, glaube ich. Ja. Und solange sie nicht trächtig sind, wachsen sie auch nicht. Ja, ja. Und dann geht halt schon die Kraft wieder ins neue Kalb natürlich. Genau, ja. Graufi-Kälber sind ganz zierlich und schmal, wenn sie auf die Welt kommen, erinnern fast ein bisschen an ein Rehkitz. Und was sofort auffällt, ist, dass die Neugeborenen extrem hell gefärbt sind. Auch beim Auerochsen war das schon so, dass die Kälber immer deutlich heller sind als die ausgewachsenen Tiere. Und bei vielen alten Rassen, wie auch dem Braunvieh oder dem Murnauer Werdenfelser Rind, die dem Graufi genetisch recht nahe stehen, kann man dieses Phänomen bis heute beobachten. Dieses spezielle Graufi-Kalb konnte ich über einen längeren Zeitraum beobachten und filmen, und im Herbst desselben Jahres, als es schon ein paar Monate alt war, hatte es dann bereits die Färbung der Alttiere angenommen. Man kann auch gut sehen, wie schnell die Kälber dann an Masse zunehmen und plötzlich rundum bemuskelt und ziemlich kräftig wirken, kein Vergleich mehr mit dem rehkitzartigen Neugeborenen. Für Diego das Graufi ist ja bekannt dafür, dass es eine recht lange Lebensdauer hat. Die Kühe werden sehr alt und auch die Leistung, die diese Kühe so bringen, ist nicht ohne. Wie viele Kälber schafft denn so eine Kuh? Ja, also so ein Graufi-Kalb kann bis zu 8 Kälber kriegen, mhm, und die guten gehen aber auch bis 10 oder gar 14 Kälber. Ah, das ist natürlich interessant, weil ich habe jetzt gerade mal wieder gelesen, die modernen Milchkühe sind teilweise nach 2 Kälbern schon ausgemergelt. Ja, das ist halt einfach die Überzüchtung, mhm, und die werden halt noch wirklich gehalten als wir vor 100 Jahren. Und müssen nicht ganz so viel leisten auch, das heißt, genau, die Milch ist glaube ich auch von den Inhaltsstoffen her deutlich hochwertiger. Ja. Gerade so für die Weiterverarbeitung. Mhm. Ja. Seien die Jerseys der Alpen, seien das. Stimmt, das habe ich mal gelesen. Ja. Stimmt eigentlich, die Jerseys haben ja auch so einen hohen Fettgehalt, gell? Guter Fett, ja, Eiweiß. Mhm. Im Prinzip kann man heute beim Graufi 2 Richtungen unterscheiden, was die Zucht anbelangt. Es gibt die Zuchtrichtung nach Milch, die bis heute vor allem in den Bergen, in den Seitentälern zu finden ist, also Graufi-Kühe, die nach wie vor gemolken werden und auch eine Milchleistungskontrolle haben. Und ja, dann gibt es eben viele Herden, die heute einfach in der Mutter-Kuh-Haltung eingesetzt werden. Die Graufi-Kühe sind tolle Muttertiere, die sich gut um ihre Kälber kümmern. Und ja, gerade auch in der extensiven Almwirtschaft oder in der Landschaftspflege können solche Graufi-Mutterkuhherden wirklich gut eingesetzt werden. Du Diego, was hältst du davon, dass die Landwirtschaft fast nur noch von schwarz-weiß gescheckten Holstein-Kühen dominiert wird? Ja, gut finde ich es nicht, aber wenn nicht so an der Rasse sogar also gefallen, weiß ich nicht, ob das viele tun. Viele tun es halt wegen der Milch, mhm, weil die einfach viel Milch haben und das Problem ist halt, dass die wieder kein Fleisch haben. Gell? Und wie ist es mit denen auf der Alm? Das würde jetzt gar nicht so gehen, dass die da so rumspringen wie die Graufiecher. Gut funktionieren tut das nicht. Also das heißt, du glaubst, in der Almwirtschaft werden die alten Rassen schon auch immer ein bisschen ihre Berechtigung behalten? Ja. Einfach auch wegen den Trittschäden. Mhm. Die sind halt einfach viel leichter, die werden halt ganz schwerer noch. Ah, das heißt so ein Graufi jetzt zum Beispiel, das verursacht auch hier in der Landschaft viel weniger Trittschäden. Ja, eigentlich das schon. Das muss man eigentlich auch wissen, gell? Sehr interessant. Also da hinten, da waren jetzt Duchse, Duchszillertaler. Ah, Duchse hab's auch herum. Ja, das sind die Schwarzen. Die Zillertaler sind die Roten. Ja. Das hat man dann zusammengefasst. Zu einem Schlag, oder? Genau. Ja. Eine schöne Krähe. Muss ich auch mal kurz umsummen.
Für mich als Tierfilmer von gefährdeten Haustierrassen ist das natürlich eine geniale Überraschung, wenn es auf der Alm, auf die ich eigentlich wegen dem Tiroler Graufi gekommen bin, dann auch noch eine weitere traditionelle Tiroler Rinderrasse gibt. Das Dux Zillertaler Rind ist im Zillertal schon seit Jahrhunderten bekannt, jedoch mit dem Graufi nicht näher verwandt. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf Rassen, die dem Graufi genetisch wirklich sehr nahe stehen. Am häufigsten verwechselt wird das Graufi sicherlich mit dem Braunvi. Die beiden Rassen sind für Laien nicht leicht zu unterscheiden, allerdings ist das Braunvieh normalerweise großrahmiger und deutlich stärker im Milchtyp als das Graufi. Und wie der Name schon verrät, ist die Farbgebung normalerweise mehr im bräunlichen Bereich als im Eisengrauen. Originaltiere des Graufis ähneln auch stark dem Original Braunvieh. Beide sind dann sehr stämmig und eher untersetzt und ja, ich würde sagen, die Verwandtschaft ist eindeutig. Auch beim Murnau-Werdenfelser Rind können Rinderkenner schon auf den ersten Blick eine gewisse Verwandtschaft feststellen, einfach weil auch hier wieder das schwarze Rehmaul da ist und eine gewisse Farbschattierung, die dem Wildrind ähnelt. Das Murnau-Werdenfelser Rind geht auf Kreuzungen von Oberinntaler Vieh, also Grauvieh und Braunvieh, mit deutschen Rot- und Gelbfischlägen zurück. Und das sieht man auch ganz deutlich, die Rasse ist bis heute farblich sehr variabel, aber zählt wie gesagt zum Verwandtschaftskreis von Graufi und Braunvieh. Also das war die allererste Folge von Kuh, Schaf, Huhn. Ich bin total glücklich, dass ich sie meiner Lieblingsrinderrasse, dem Tiroler Graufi, widmen konnte. Wenn euch die Serie gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen positiven Kommentar hinterlässt, einen Daumen nach oben. Das hilft mir wirklich sehr weiter, denn ich möchte ja noch viele Folgen von dieser Serie produzieren. Und eure Rückmeldungen, die motivieren mich da natürlich insbesondere. Danke fürs Zuschauen, bleibt den Tieren treu und macht's gut bis zur nächsten Folge. Einen ganz großen Dank möchte ich an dieser Stelle an den Diego richten. Es war klasse, dass du mitgemacht hast und es ist echt toll zu sehen, wie so junge Menschen schon so ein großes Fachwissen haben können in der Rinderzucht. Diego hat einen Instagram-Account, den blende ich euch im Beschreibungstext zum Video ein. Folgt ihm, er postet immer wieder interessante Sachen über die Tiere. Hier noch ein paar Impressionen von der Alm und ansonsten macht's gut und bis bald.